Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play History Crusader Kings 2 mit den Wikingern von Hallogaland. Wir haben die letzte Folge ja beendet mit einem Kriegsstand von 100% gegen Dänemark. Hier gab es ja diverse Kriege, die Schweden gegen Dänemark, die Finnen gegen Dänemark, die hier oben eine neue Provinz dazu erobert haben, nämlich Lappland. Währenddessen gibt es immer noch einen Krieg zwischen Dänemark und Zealand, das sich abgespalten hat. Und wir stehen und schone, können das aber nicht belagern, weil wir zu wenig Männer haben. Das ist schade. Wir werden mal das Risiko eingehen und nach Blekinge ziehen. Und das da mal versuchen, denn ich möchte gerne noch ein paar Gefangene machen. Was ist das jetzt für ein Ereignis? Alle wissen, dass ich ein riesiger Hasenfuß bin. Ja, Ragnar ist feige. Das hat irgendwie mit Björn zu tun, dem Bruder. So, alle wissen das. Vermuteter Feigling, allgemeine Meinung minus 20. Und mit allen möglichen Hofmitgliedern minus 5 für 5 Jahre. Das weise ich zurück. Das könnte uns ja jetzt in Bredouille bringen. Wie sieht es hier aus? Kein Problem. Belagerung schreitet voran. So, wir sollten jetzt dann vielleicht aber bald auch da oben die Provinzen wieder einnehmen. Denn die Dänen haben jetzt Jütland und Schleswig und Fyn besetzt. Das heißt, sie haben hier Armeen. Zealändische Hauptstadt steht dazwischen. Ne, sie gehört zu Dänemark. Ja, also wir werden jetzt schnell noch diese Belagerung hier zu Ende bringen und dann hoffentlich. Ja, da kommt die dänische Armee. 4000 Mann. Dann werden wir jetzt den Frieden diktieren. König Ragnar hat den Titel Ländereien des Häuptlings von Naumadal. Von Anlaufer von Medelpad. Übernommen. Der Krieg ist vorüber und Ragnar hat ihn gewonnen gegen Dänemark. Nicht übel, damit haben wir auch einen ersten Tempel in unserem Königreich. Wir werden sofort ein Marktdorf bauen in Naumadal. Sehr schön. So, unsere Truppen, die führen wir zurück. So, Titel können erstellt werden. Herzogtum von Nidaros. Ihr beherrscht 51%. Die Jure gehört natürlich noch Nidaros selbst dazu, also Trøndelag. Trondheim ja hier ungefähr gelegen. Oder Lade in der Gegnerzeit. Das werden wir tun. Kostet uns 167 Gold, bringt 200 Prestige, festigt aber unsere Herrschaft. Und theoretisch könnten wir einen de jure Anspruch durchsetzen auf Nidaros, das natürlich dazugehört. Aber wir müssten eigentlich im Frieden sein. Also genau, Krieg erklären können wir nicht. Wo sehen wir das denn? Feindlich, feindlich, feindlich. Achso, weil wir Männer ausgehoben haben, ne? Die schicken wir jetzt mal schnell nach Hause. Allerdings haben wir auch immer noch diesen Krieg gegen Westisland am Laufen. Und da schauen wir mal, wie viele Männer die momentan haben. 750 nur noch. Die mussten also die durchs Ereignis generierten Truppen zurückschicken. Das finde ich gut. Sie haben auch negativen Reichtum. Okay. So, Arnfast hat erneut Truppen zusammengerufen für uns. Das finde ich gut. Wir werden uns mal mit denen vereinigen.
Und wir haben neue Punkte, die wir einsetzen können. Majestät, Prestige gewinnen. Das machen wir mal. Und leichte Infanterie ist wichtig. Und da wir jetzt auch einen ersten Tempel haben, werden wir mal die Steuer darauf erhöhen. Okay. So, Snorri kämpft nicht. Wir sind enttäuscht. Okay. Das sind 2000. Wie viel Flotten können wir denn? Theoretisch 28, jetzt gerade aber nicht. Wie viel Mann haben wir denn selber? 600, 700 ungefähr. Und wie viel hatten die jetzt gerade? Habe ich da eben noch geguckt. 700. Okay. Ja, wir warten noch mal. Wir brauchen mehr Schiffe. Ragnar wurde Häuptling von Normandal. Sehr gut. Ja, langsam aber stetig vergrößern wir unseren Einflussbereich an der norwegischen Küste entlang und können sicherlich bald auch uns König von Norwegen nennen. So, 19 Schiffe schon. Zeit läuft und läuft. Mindestens 20 wären schon mal schön. Markdorf in Normandie fertiggestellt. Sehr gut. Halt. Was war das jetzt wieder für eine Intrige? Hakon Ragnarsson, mein Sohn, versucht meinen Bruder Björn Styrbjörnsson zu töten. Nun denn. Die Beziehung zu Björn ist ja sowieso nicht so gut. Naja, Ragnars Meinung ist schon gut. Wollen wir das unterbinden? Ich bin nicht sicher. Wir werden mal hier das Gesetz der Aberkennung von Titeln durchsetzen. Das stärkt unsere Position ja noch mehr. So, derweil warten wir auf Schiffe. Können wir überhaupt die Verbündeten mit an Bord nehmen? Das weiß ich nicht. Ein in Fesseln gelegter Mann, der offensichtlich ein Missionar des byzantinischen Kaiserreiches ist. Wurde gefangen genommen. Dionysos. Er nennt sich ein Heiler. Ja, in der Mission Gottes. Nein, wir werden ihn töten, auch wenn das die Meinung zu Basilissa Simonis verschlechtert. Eine Kaiserin. Auf dem byzantinischen Thron. Erlangen 50 Gold. Ragnar ist jetzt als der Schlachter bekannt. So, wir merken immer noch, dass Snorri uns nicht wirklich unterstützen will. Egal. So, 20 Schiffe. Rufen wir mal allesamt zusammen. Ja, Snorri ist gut. Heirat arrangieren. Verlobte können heiraten. Hakon Ragnarsdottir und Gunnhilda. Wir akzeptieren das. Gunnhilda ist an unserem Hof eingetroffen. Sehr gut. So, da sind noch Schiffe unterwegs.
Styrka ist nicht mehr Marschall. Er starb eines natürlichen Todes im Alter von 72 Jahren. Ist ja schon ganz schön alt geworden. Hatte Kriegskunst 23. Schade seinetwegen. So, wir können Björn benennen. Unser Bruder, der will sowieso Ratsmitglied werden, hat eine Kriegsfähigkeit von 20. Sehr schön. Bringt es noch nicht ins Positive, aber egal. So, dann müssen wir die Beziehung verbessern mit dem Gori von Naumadal und wir können einen neuen Bannerträger benennen. Das soll unser Sohn werden. Und einen neuen Befehlshaber. 16 Andersch. Ja, wir benennen anders. Sehr gut, sehr gut. Geier von Horderland. Dem könnten wir den Titel jetzt entziehen. Seine Meinung wird sich um minus 60 verändern und das der Vasallen um minus 15. Einkerkerungswahrscheinlichkeit 70%. Er will seine Frau töten. Werden versuchen, ihn einzukerkern. Er hat nun die Flagge der Rebellion gehisst. Damit wird er aber nicht durchkommen. Berkusensche Armee von Horderland. Warum aber wird die grün angezeigt? Ach so, weil es theoretisch unsere Vasallen sind, ne? Wir rücken mal hier nach Normadal vor. Und warten mal ab, wo die jetzt hinmarschieren. Unsere Flotte hier. So, sie greifen uns an. Könnten noch mal 580 Mann zusammentrommeln. Das wird aber auf die Schnelle nicht reichen. Das heißt, wir haben fast 1000 Prestige. Wir machen das jetzt. Wir holen uns die Stammesarmee. Anders wird zu uns stoßen. So, ich denke so langsam, Björk könnte ein Auge auf mich geworfen haben. Sie ist immer noch eine Verwandte, deswegen wollen wir das nicht. Wir sind ja auch mittlerweile glücklich verheiratet mit Ingfried und haben wieder eine ganze Reihe Töchter, die noch gar keinen Fokus haben. Machen wir sie stolz und sparsam. Und wie alt sind sie denn jetzt? 2 und 5. Da kann man erst mit 6 ausbilden. Man könnte sie aber schon wieder irgendwo hin verloben. Zum Beispiel hierhin. Politische Vorbehalte gibt es immer noch. Was wäre, wenn wir ihm ein Geschenk schicken? Meinung für 15 Gold um 70 verbessern. Das machen wir und dann werden wir noch mal schauen, dass wir ein Verlöbnis arrangieren. Jawohl, sogar mit dem Thronfolger können wir das machen. Das nimmt er an. Prima Sache.
Mit wem sind sie im Krieg? Schwedisch-polnischer Unterwerfungskrieg. Und hier oben ist gerade eine dänische Revolte ausgebrochen. Das gefällt mir. Hrothulf der Läuterer führt sie an. Er wird wahrscheinlich das alte Helsingland wieder befreien wollen. Beziehungsweise geht ja aus die Revolte von Jämtland. Mal schauen. So, jetzt haben wir hier unsere Riesenarmee zusammen und werden jetzt vorrücken nach Hordaland. 4000 Mann. Wieder so absurd, wie ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Unser Bruder erhält weitere Kriegskunstfähigkeiten. Und wir belagern Hordaland. Hakon wurde Merkismar, das wissen wir, haben wir ja selbst getan. Greifen wir sie jetzt direkt an. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Können wir es auch einfach abwarten jetzt. Sieg 100%. So, und Geier wurde gefangen genommen. Wir haben unseren Anspruch durchgesetzt. Bleiben mal hier und rufen die Flotte zusammen. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir ihnen den Titel entziehen. Gaias Meinung minus 60. Egal, wir tun das. Und etablieren unsere Herrschaft immer weiter. Keine Marine anwesend, die groß genug wäre. Ja, das wissen wir. Wir werden jetzt gleich mal sehen, wie wir die Armee umorganisieren können, um das zu erreichen. So, da bin ich wieder. Wir wollten ja unsere Armee umorganisieren. Können wir denn... Entschuldigt, wir werden mal die finnische Kompanie, können wir die nicht... Rauslösen. Warum geht das nicht? Oder zwei Teilen. Machen wir das mal. Was kommt da raus? 800 und die Stammesarmee. Dann schicken wir mal Balder den Einbeinigen. Ah, das ist immer noch nicht groß genug. Haben wir mittlerweile mehr Schiffe? 21. Reicht immer noch nicht. Ja, wir müssen noch mal kurz abwarten. Und diese 800 Mann. Was machen wir mit denen? Können wir die jetzt eigentlich auf Plündern einstellen? Ja, das ginge. Das ginge. Wir könnten ja zum Beispiel mal wieder auf die Britischen Inseln fahren. 1000 Mann hier. 1000. 1000. Überall so viele. Da gibt's kaum was zu plündern. Das wäre aber relativ einfach möglich. Ich glaube, das wird dann werden auch unsere nächsten Kriegsziele sein, wenn wir dann endlich mal den Krieg gegen Island beenden können. Müssen wir, wie gesagt, noch kurz warten. Ja, das wissen wir. Geier wurde inhaftiert. Ingfried ist schon wieder schwanger. So, ich gucke gerade mal, ob wir Geier hinrichten können. Geir Hafnarsson hingerichtet. Dies wird die Fürsten der dänischen Revolte verärgern. Minus 10. Aha. Ist mir egal.
Geier-Ytra wurde auf Geheiß von König Ragnar ein Blutaar geschnitzt. Also ein Blutadler, wie wir es zum Beispiel aus der Serie Vikings kennen. Kann man das hier gleich sehen auf seiner... Ach hier. Blutadler. Ja, wahrscheinlich übrigens auch eine mythische Überlieferung, die historisch wohl eher nicht stattgefunden hat, dass man einen Blutadler, jemanden mit einem Blutadler bestraft. So, Hirtmann, machen wir mal Ingjalf, der ist gerecht zum Hirtmann und als Befehlshaber. Gunnhilda, sie ist eine Schildmaid. Ja, über die haben wir ja schon gesprochen. Unsere Schwiegertochter. Die benennen wir mal. Okay. Ragnar der Schlachter. Was ist die denn noch? Sie ist homosexuell. Das passt ja dann in gewisser Weise zum Mythos Schildenmaid. Dümmlich, Kind einer Konkubine, stur, fleißig, brillante Strategin. Naja, gut. So. Jetzt müssen wir uns aber mal kümmern um die ganzen Töchter. Wo können wir die denn mal geschickterweise hin verloben? Das haben wir schon mit Hafn Hafason. Aber Alfrith haben wir noch nirgendwo hin verlobt. Vielleicht können wir unsere Beziehung ja weiter hier verbessern mit den schwedischen Jarlen. Achso, wir suchen natürlich einen männlichen Kandidaten. Naja, das hat aber noch Zeit. Tochter ist ja jetzt noch nicht allzu alt. So, wir werden noch mehr Flotten zusammenziehen. Jetzt haben wir hier 25. Das heißt, wir können die einschiffen und fahren jetzt rüber nach Island, wo wir ja schon lange hin wollten. Armee von Visby marschiert irgendwo hin, vielleicht auf der Suche nach Schiffen. Wir haben einen neuen Sohn bekommen. Wie nennen wir den? Eirik. So, jetzt landen wir unsere Armee mal in Island an. Menschen in Essex haben sich weiterentwickelt. Wir kriegen Punkte, sehr schön. Und jetzt werden wir angreifen. Und diesen Krieg ein für alle Mal nach einer halben Ewigkeit zu Ende bringen. Sieg schon mal gegen die Armee, kein Problem. Natürlich in großer Überzahl sind wir da. Und jetzt werden wir das noch belagern und dann sollte das erledigt sein. Und wir können eine Plünderfahrt unternehmen. So, Sieg. Kurze Pause. Wir haben Stein Haukason gefangen genommen und Gorm Mjövi aus seinem Versteck gezerrt. Frieden anbieten. Wir erzwingen die Unterwerfung. Und Hauker ist jetzt unser Vasall.
Er will König von Norwegen werden. Aha. Und gilt jetzt als mächtiger Vasall. Titel entziehen können wir nicht. Egal. Was ist denn mit seinem Sohn? Vielleicht können wir den auf unsere Seite bringen, indem wir ihn mit Alfries verloben. Das tun wir. Das nimmt er an. So, die Stammesarmee ist jetzt natürlich verschwunden, weil der Krieg vorbei ist. Fahren jetzt mit unserer Flotte wieder hier runter. Ihr habt es schon gehört, die Zeit ist wieder um. Wir können noch 700 Mann ausheben. Damit kommen wir dann auf 1400. Wir schauen noch mal hier rüber. 1100, 1300, 1100. Das sollte also durchaus machbar sein. Wir werden das tun. Und die Truppen hier zusammenziehen in Hordaland. Ragnar selbst führt sie an, gemeinsam mit Anders. Und wir nehmen noch Baldr, den Einbeinigen, mit. Wir können eine Heirat arrangieren. Zwischen Björk, Ormsdottir. Unsere vom Cousin. Was ist denn das dann? Was ist das verwandtschaftsgradlich? Weiß es gerade nicht. Die Tochter unseres Cousins, ist das dann die. Nee, Großcousine nicht. Vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich komme da gerade nicht drauf. So. Mit Sigtrygg Hrothulfsson, dem Sohn von Hrothulfr, dem Läuterer, dem Anführer der Revolte, das akzeptieren wir. Warum auch nicht? Okay, so, Björk hat das, den Hof verlassen. Stein wurde entlassen. Gorm wurde entlassen. Wen haben wir denn jetzt überhaupt noch gefangen? Die drei, aber die haben immer noch kein Geld, um das zurückzuzahlen. Wir werden mal hier diese Verschwörung beenden gegen unseren Bruder. Und das ist auch kein Problem, da sind die dabei. So, 1100 Mann ziehen wir zusammen. Und dann stellen wir sie auf Plünderung ein und fahren hier rüber auf die britischen Inseln. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. 2000, das ist zu viel. Wir haben eine neue Tochter. Die nennen wir Ylva. Ylva. Und dann werden wir jetzt nach Dunhem ziehen. Mit unseren Truppen, die nicht ausreichen, um eine Belagerung durchzuführen. Cool ist an unserem Hof eingetroffen. So, aber wir plündern. Das seht ihr hier oben. Diese Leiste füllt sich langsam. So, Barit hat die Beziehung zu Barit verbessert. Cool, zu sich selbst. Und Alfrith Sigurdsdottir, unsere Schwiegermutter. Die Frau von Jarl Snorri dem Weisen ist gestorben. Jarl Snorri ist unfähig, deswegen herrscht unser Schwager als dessen Regent. So, wir sind hier weiter unterwegs und plündern fleißig. Natürlich nicht so effektiv, weil wir die Stadt nicht einnehmen können. So, wir ziehen mal weiter nach York. Da wird es zur Schlacht kommen. Und wir verlieren die Schlacht. Warum? Schlacht von St. Peters gegen Gudmund, den Jäger. Okay.
Weiß nicht genau, warum das jetzt passiert ist, aber sei es drum. Weil die Zeit auch wieder ein bisschen zu schnell eingestellt. Zu hektisch, weil wir hier wieder über der Zeit sind und nicht unbedingt fertig werden will. Mareike ist an unserem Hof eingetroffen. Sie ist die Frau von Butulf af Flardingen. Aha. Okay. Ja. Sigtrygg Botulfsson, Botulf. Dein Schmugglerring in Normadal wurde beseitigt und wir wurden in Fipp angegriffen. Ja. Haben wir jetzt gerade die gesamte Armee verloren? Nein, sie konnte sich noch zurückziehen. Gut, dann fahren wir mal wieder zurück. Der Raubzug war nicht so richtig erfolgreich, aber ein bisschen Gold bringen wir, glaube ich, doch schon mit. 34, gar nicht mal so schlecht. Das wird weitere Krieger anlocken. Sehr schön. Wir werden unsere Truppen aber erstmal auflösen. Auch unsere Flotte wieder zurückschicken. Und diese Folge hiermit beenden. Liebe Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.